VW-Abgasskandal. Hier droht zum 31.12.2018 die Verjährung von Ansprüchen. Mein Name ist Alexander Bredek, ich bin Rechtsanwalt und bin ja auch im Vorstand der Verbraucherzentrale Brandenburg seit vielen Jahren. Und in dem Zusammenhang hier ein Hinweis, das bearbeiten wir leider selbst nicht. Der Kollege Resch, der hier öfter mal auftritt, glaube ich schon. Ja, da kann man sich vielleicht auch hinwenden. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie der jetzt noch Mandate annimmt, kann man versuchen. Aber wenn Sie irgendwie im VW-Abgasskandal Ansprüche geltend machen wollen und auch sonst in anderweitig, sollten Sie auf jeden Fall wissen, dass am 31.12.2018 möglicherweise Ansprüche verjähren. Und was kann man jetzt auf die Schnelle tun? Es gibt von Verbraucherzentralen Bundesverband, VZBV und ADAC eine Musterfeststellungsklage gegen VW. Da kann man sich, glaube ich, jetzt schon mittlerweile registrieren. Gucken Sie mal auf der Seite des Verbraucherzentrale Bundesverband, googeln Sie das Ganze mal. Ich denke, seit Mitte November kann man sich dort registrieren, zumindest meine Informationen. Dann immer noch im Hinterkopf haben, wenn Sie das Auto finanziert haben, vielleicht können Sie wegen nicht ordnungsgemäßer Widerrufsbelehrung über die Finanzierung einen Widerruf machen. Das können Sie auch mal prüfen lassen, kann man auch googeln. Ja, möglicherweise ist das noch interessant. Und dann im Bereich Mercedes-Skandal droht wohl noch keine Verjährung, aber wer da überlegt, was zu machen, sollte vielleicht auch sich mal. Ich empfehle trotzdem, wenn es geht, noch dieses Jahr kundig machen. Ja, sicher ist sicher. Also, ganz wichtig, wer diese Fahrzeuge fährt hier von den Zuschauern im Kanal, bitte einfach das Thema nochmal googeln. Ich Ansprechpartner, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, VZBV und ADAC, diese gemeinsame Musterfeststellungsklage. Dann der Kollege Resch, der hier auch öfter war, der auch im Vorstand ja der Verbraucherzentrale ist, der macht, soweit ich weiß, auch diese Klagen oder prüft das zumindest. Dort anrufen, unbedingt aber in diesem Jahr noch tätig werden. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.